Willkommen zu einer neuen Folge Splatoon 3 und heute werden wir in der Bär GmbH einen Random Weapon Run abschließen. Das zusammen mit Refusion, der wartet schon. Und ja, mit einer neuen Grisco-Waffe, diesmal die Stempelsplatana. Bin mal gespannt, wie die funktioniert, weil diese Waffen sind ja immer so ein bisschen, naja, speziell. Und sobald der jetzt gejoint ist, dann geht's auch los. Ah, da ist er schon. Gut, es hat sich sonst niemand gemeldet. Also falls ihr mitspielen wollt und neu auf dem Kanal seid, einfach Bescheid geben. Voraussetzung, mich einfach adden. So, Refusion ist bereit. Moment. Hat der eine grüne Uniform? Na, jetzt zeig dir die doch nicht. Zeig mir deine Uniform. Oh, sick. Oh, nice. Okay, dafür muss man viel gegrindet haben und auch, diesen Godzilla da besiegt haben. Das, habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich hingekriegt. Aber ich weiß gar nicht, wenn man gewinnt, wie viel Plus man macht. Weil wenn man verliert in diesem Modus, in dieser Extrawelle, kriegt man immerhin auch ein bisschen was. Aber schon cool. Okay, da beginnt die Arbeit. Ich hoffe, es wird nicht allzu schmutzig. Ja, die Map ist auch ziemlich interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hatten. Ich glaube aber schon. Sie sieht nur auf dem Thumbnail ein bisschen speziell aus. Also, die Map ist nicht neu. Definitiv nicht. Und wir kriegen natürlich gleich mal einen Charger. Aber ich glaube, wir haben sie in Splatoon 3 noch nicht gespielt. Okay, da unten ist was. Ja, und das Spiel trollt uns natürlich gleich mal wieder mit einer Waffe, die ich gar nicht so mag. Dann arbeite ich mal mit den Sekundärwaffen. So muss das. So, den kann ich vielleicht one-shotten. Nee, meine Mates machen das schon. Ja, ich bleibe dann auf Distanz und wenn jemand wegstirbt, dann werde ich einschreiten, wie zum Beispiel Refusion da hinten. Aber der ist jetzt ziemlich weit weg. Ah, hat der Wurf war ziemlich gut, okay. Da musste irgendwie die Bombe nicht mal explodieren oder irgendwer anders hat ihn gerettet. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, hier ist sogar ein Aufzug. Ah ja, den kann man hochbewegen. Ja, doch, doch. Auf der Map haben wir noch nie gespielt im Splatoon 3 Projekt. Splatoon 2 kam die Map schon vor. Weiß ich jetzt nicht, ob wir die auf Video haben oder ob ich das mal privat gemacht habe, weil, ja, to be honest, Salmon Run habe ich nicht so gefühlt in Splatoon 2. In 1 gab es das noch gar nicht. War zu der Zeit so ein Zombie-Modus, der halt hinzugefügt wurde. Ich glaube, das war gerade die Zeit, wo Zombie-Modus in etlichen Shootern sehr, sehr populär geworden ist. Und so hat auch Splatoon ihren ganz persönlichen Zombie-Mode gekriegt. Ach, und da sterbe ich weg. Ja, ich habe auch wirklich die Mistwaffe. So. Okay, ich wurde gerettet von noch jemand mit einem grünen Anzug. Das ist ja krass. Heute nur Macher am Start. Alles klar. Okay, weg mit euch. Welle ist auch geschafft mit 27 Fischeier. Sehr gut. Komm, gib mir jetzt was Anständiges. Und wir kriegen, ja, okay, den Platscher. Das ist alles okay. Wo ist der Käfig? Hier vorne. Ja, von wo kommen denn die Kollegen jetzt? Ja, da sehe ich schon einen Ring. Und spielt sich alles da unten an der Küste ab. Ah, der platziert sich aber hier richtig doof. So, man kann aber den Aufzug hier benutzen. So, da habe ich jetzt meinen Mate da ein bisschen im Stich gelassen. Ich hoffe, der hat das überlebt. Oh, aufpassen, aufpassen. Wo ist er jetzt gestorben? Da vorne? Ne, da. Okay. So, lebt wieder. Wir haben eine Range-Waffe, das heißt, ich kümmere mich so ein bisschen darum, dass die Leute halt am Leben bleiben. Ah, und das ist diese gottverdammte Mülltonne. Ah, es sind so viele Bosse. Den Zug, den Zug. Nein, der jagt mir. Ah! Totales Chaos hier. Kriegt der Noah oder wieder. Nein, okay, ich dachte, der stirbt jetzt auch weg.
Aber nee, ging alles gut aus. Wenn sich noch jemand um den Rucksack da kümmern würde, wäre das sehr schön. Okay, danke. Man kann leider nicht Danke sagen. Das fehlt irgendwie. Oh, da war noch was, irgendwas Übles. So, ich habe meinen Fischei da gar nicht abgegeben. Ach, scheiße. Wer ist da jetzt gestorben? So, erstmal den Boss wegmachen. Habe ich noch eine Granate geschossen? Nee, habe ich nicht. Oh mein Gott. Okay, Quote ist zumindest erfüllt. Ich hoffe, die da oben überleben. Halbwegs. Also, das ist die Aufwärmphase für den Big Run. Ich glaube, wir kriegen keinen Random Run mehr bis nächste Woche. Also, es ist schon am Wochenende eigentlich, ne? Ja, genau. Und wir kriegen auch eine Gallon. Also wieder keine Stempelsplitter. Wobei, einer hat sie. Es ist ein Octoling. Ist vielleicht Refusion? Nee. Refusion sitzt da mit einer Splatling. Der Kitty, oder wie der heißt, hat eine. Okay. Ich sehe jetzt gar nicht so, was die drauf hat. Bisschen schade. Ja, der bringt da dieses Fischei ins Trockene. Wortwörtlich. Oh mein Gott, okay. Kurz da Atem gestoppt. Und weiter geht's. 20 Fischer, ja, das müsste machbar sein. Wenn dieser Rucksack oder wie der heißt nicht wäre. Wo steht der denn überhaupt? Der versteckt sich zurzeit ziemlich gut. So, einer ist tot, der mit der Stempelblätter. Na ja, dann komm her. Komm her, Kollege. Okay, lebt wieder. Hier gibt es diesen Aufzug. Weichen wir den Raketen mal aus. Ah, die hitten schon hart, ne? So. So, da lasse ich die Salmoniden nicht hoch. Ah, und die Regenwolke, die ist auch ein bisschen stressig. Ich setze gleich meine Ult ein, aber ich weiß noch nicht genau wo. Absolutes Chaos gerade. Regenschirmmann weg. Kümmert sich hier jemand um die Säule oder bleibt die einfach stehen? Wir haben die Quote erfüllt. Okay, immerhin Win. Win. Es kann auch alles passieren, aber geschafft. Okay, sehr gut. Leider keine Waffe gekriegt. Aber das macht nichts. Wir sehen die doch. Wow, endlich mal wieder so eine Arbeit geschafft. Sehr gut. Ey, Refusions Uniform, ne? Ziemlich cool. Ja, so eine Uniform kostet halt teuer. Ich glaube, die kosten so 10 goldene Muscheln. Sehr schwer an die ranzukommen. Man muss schon ein bisschen spielen. Was ist das? Ach, das ist der Helm. Ich dachte, das ist ein Extra-Ei oder so. Okay, Helm haben wir schon mal. Sehr schön. Jetzt vielleicht noch die Splatana. Bei der kann ich mir halt die Power gar nicht vorstellen. Wie das genau funktioniert. Oh, und da ist sie. Oh, okay, das funktioniert ganz normal. Sie ist, glaube ich, ein bisschen größer als die normale. Aber wenn man auflädt, dann kann man so, ja, so eine Art Sprung machen. Aber irgendwie, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Ja, okay. Sehr spezielle Waffe. Bis jetzt, glaube ich, die schwächste von allen. Also von den Grisco-Waffen. Weil, wenn ich auflade, dann ist sie so in einer Senkrechte. Ja. Weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich habe keine Tinte. Ich brauche Tinte. Ach. Verdammt. Die ist sehr speziell. Also, würde ich dann doch lieber vermeiden. Not gonna lie. Warte, vielleicht kann ich den da irgendwie killen. Das ist so eine nervtötende Heulboje. Wo ist denn die jetzt gerade?
Fühlt sich aber auch weitaus schwerer an, als das die ganz normale Splatana macht. So, wenn die voll aufgeladen ist, kann ich damit halt nach vorne springen. Okay, nochmal zwei Bosse da aufpassen. Ach, und ich bin wieder tot, Mann. Ich bin so unbrauchbar in diesem Modus. Das ist so schlecht. Stell mich mal hier auf einem Aufzug. Da hinten hat noch wer Probleme. Okay, zwei Tote. Sehr gut. Wer die Bombe geschmissen hat. Respekt. Sehr gut gespielt. Ah, und können wir die Holboje noch irgendwie kriegen? Also vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch gespielt, aber glaub nicht. Ja. Gewöhnungsbedürftig. Ist jetzt nicht so mein Favorit. Kann ich gerne drauf verzichten. Duelis mag ich dann schon eher. Ob die was taugen? Das werden wir ja sehen. Okay, wo ist die Angriffsstelle? Käfig ist hier oben, okay. Es ist wichtig, dass auch immer das Feld schön in unserer Farbe ist. Wobei die Salmoniden an sich, glaube ich, gar keinen Unterschied machen, oder? Ob die jetzt auf normalem Terrain in unserer Farbe oder in derer Farbe rumfahren. Aber gut, wir können uns natürlich in unserer Farbe besser bewegen. Das ist ja ganz klar. Ach du Dummerchen da. Okay, da habe ich Refusion fast im Stich gelassen. Gott sei Dank. Er kam noch irgendwie mit. So, diese Sprungdinger, das ist auch irgendwo. Das ist dieser große Dicke, ne, der immer aus dem Meer kommt. Oder ist das der Regenschirm? Ne, das ist der Regenschirm. Da hinten fliegt er. Hab ihn gerade gesehen. Aber wow, wie viele Eier bringt hier gerade hoch? Nice. Sehr gut. Aua. Mhm. Uns fehlen noch zwei Fischeier. Oh mein Gott. Warte, da unten ist jemand tot. Okay, wurde gerettet. Jetzt bin ich tot. Quote ist erfüllt. Jetzt gilt's zum Überleben. Kommt vielleicht noch irgendwie eine Bombe nach unten? Ja, nee, aber ich werde gerettet. Hab jetzt nicht gesehen, von wem. War vermutlich Refusion. Großen Dank. Der Retter in der Not. Okay, sehr gut. Zweite Welle auch geschafft. Jetzt wird's spannend. Letzte Welle. Und wir kriegen einen Disperser. Ah, ist eine Waffe, die auf Distanz nichts ausrichtet. Was kommt jetzt? Ach so, diese. Ja, diese Mäuler da. Ich weiß gar nicht genau, wie die auf Deutsch heißen. Da ist der Goldene. Okay. Boah, wenn wir da keine Tinte haben, dann haben wir ein Problem. Oh mein Gott, ja. Der ist gerade mies gespawnt da, um ehrlich zu sein. Aber mein Tintentank füllt sich halt super langsam auf. Naja, ich kann auch noch die Ult verwenden. Ich bin der Meinung, ich verwende die halt zu wenig in diesen Summer Runs. Dickerchen weg. Da ist jemand tot. Okay, sehr gut. Es fehlen nicht mehr so viele Fischer, ja? Da hinten ist sogar der Goldene noch. Aber es liegen auch welche auf dem Boden. Ich kümmere mich mal um die auf dem Boden. Bitteschön. So, hier ein bisschen konzentrieren. Ah, und schön zu sehen, wenn man die Fischeier ins Wasser schmeißt, dann respawnen die halt auf ihrer ursprünglichen Stelle. So, kommt da noch. Kriege ich den noch irgendwie down? Der braucht drei dieser Raketen. Um down zu sein. Und? Wird das noch ein Fischei? Komm, setz die noch ein. Ja, immerhin noch ein bisschen was Oh mein Gott! Wir sind alle tot. Haben es aber geschafft. WTF? Na gut.
Wie dem auch sei. Letzte Runde. Und wir kriegen nochmal die Heavy-Waffe. Okay. Dann können wir nochmal versuchen, ob wir damit irgendwie performen können. So, wo sind die Gegner? Am Ufer. Ja, es gibt mehrere Ufer hier. Ah. Ich habe mal wieder geträumt. Eieieiei. Ja, ich weiß gar nicht. Range hat die Waffe eigentlich auch nicht. Ne? Ist nicht so wie der... Dieser Autowischer. Ist eher so eine Stempelsplatana. Ist aber definitiv stärker als die, oder? Jemand ist tot. Jemand ist tot. Okay. Krieg ich den irgendwie gerettet? Ja, man muss nur mit der Bombe den jeweiligen halt berühren. Ah, gut zu wissen. Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch nicht so gecheckt. Ah, meine Ult ist halt auch sehr speziell. Ich glaube, ich werde die nur verwenden, wenn wir halt wirklich Probleme haben. So, da kommt dieser Rucksack oder wie der heißt. Natürlich kriege ich... Ah! Keine Bombe versammelt. Versenkt. Ich habe sie versammelt. Komm. Die ist drin. Nee, die ist nicht drin. Oh, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das ist jetzt... Vorsicht, jetzt sind zwei von denen auf der Map. Ich setz mal meine Ult ein. Vielleicht bringt das ja was. Das ist erst die erste Welle. Okay, Welle ist zu Ende. Was wird das wohl beim Big Run? Ich stelle mich da vermutlich super dumm an. Oh, ein normaler Kleckser. Oh, danke. Und wo geht's hin? Der Korb ist jetzt hier oben. Okay. Ah, okay. Da ruft schon jemand zu uns, zu ihm. So, alles weg mit euch. Okay. Ah, das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Da besser nicht reinfallen. Okay. Kann ich mich um den Zug kümmern? Ja, sehr gut, sehr gut. Endlich mal was gemacht hier. Aber ich habe zu wenig Tinte. Weg hier. Dort sind halt noch eine Menge Fischer, ja, aber auch eine Menge gefährlicher Gegner. Ich weiß nicht, geht das durch diesen Boss? Ja, hat beide Bosse gekillt. Wichtige Ult, habe aber jetzt auch keine mehr für Welle 3. Aber mal schauen, ob wir überhaupt bis zur Welle 3 durchhalten. Ja, schaffen wir. Okay, sehr gut. Irgendwo ist jemand gestorben. Habe ich jetzt nicht gesehen. Bleib mal auf High Ground. Um die Lage im Blick zu behalten. Irgendwo da hinten, ne? Ja, da ist einer. Nee, bleib doch hier. Okay. Er ist wieder am Leben. Was willst du, Kollege? Schon wieder zwei tot. Okay. So, Welle 3 wird jetzt wild. Wir haben uns zu viele Malheurs geleistet und ich krieg nochmal diese Waffe. Ach Gott. Haben wir jetzt alle vier die? Ne, nur Refusion hat die nicht gekriegt. Naja, ich... Normalerweise ist man ja ein bisschen traurig, wenn es nicht... Oh nein, nicht dieses Duschding. Ah, nicht dieses gottverdammte Duschding. Wie soll man das denn schaffen mit dem Stempel Splatada? Oh, das jagt mich jetzt. Oh, ich hab... Oh nee, Mann, tu mir das nicht an. Wo seid ihr, wo seid ihr? Oh, bitte, bitte explodiert. Oh, danke, danke, danke. Ich weiß nicht, wie wir hier die 22 Fischer jetzt zusammenkriegen. Keine Ahnung.
Gibt es einfach Wellen, wo man halt das einfach nicht schaffen kann? Oder bin ich einfach zu schlecht? Ich habe so Angst vor diesen Duschdinger. Lol, die Leute erledigen die so easy. Wie das? Oder ist er tot? Er ist tot. Ah, gut. Hat ihr den Helden gespielt? Ach, Bro, das ist doch zu krass, Mann. Ah, der Delfin kommt gerade gut. Delfin, hi. Wie will man das denn schaffen? Okay, die Ult ist verdammt gut. Aber, ja gut, okay. Da kommt nochmal eine gute Wiederbeleb-Ult. Ah, ich verstehe diesen Boss nicht. Jetzt jagt er mich hier wieder. Naja, ich lenk die mal ab. Keine Ahnung. Quote ist nicht erfüllt. Aber, hä? Also schreibt mir da mal in die Kommentare, wie man die Welle schaffen soll. Zwei Sekunden. Ja, okay. So, und jetzt ist Feierabend und wir können unsere Belohnungen abholen. Hier am Tresen kriegen wir dann den Astrohelm. Den werden wir dann demnächst in einem Online-Match auch anziehen. Sieht auch sehr cool aus und für 10 Silberbuschel kriegt man den grünen Anzug. Also, ja, da müssen wir noch ein bisschen grinden. Hier können wir uns leider noch nichts kaufen. Gut, ja, dann gehen wir wieder nach draußen und ziehen noch kurz den Astrohelm an. Dann kann ich euch den noch zeigen. Aber wie gesagt, der kommt dann einfach in der nächsten Folge auch dran. Ja, der sieht ein bisschen spacey aus. Hat jetzt, glaube ich, zwar nichts mehr mit Back to the Future zu tun. Aber erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt das nochmal? Dieses Rennfilm, Anime. Ah, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. War irgendwie immer das Theme. Irgendwas Racer. Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst es vielleicht, schreibt es in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Splatoon 3. See ya!